Moin, liebe Freunde der Elektromobilität. Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bin ich unterwegs für euch und noch dazu in einem super coolen Auto. Ihr könnt es vielleicht erkennen, ich fahre hier heute Porsche Taycan. Den habe ich für eine Woche eingetauscht gegen mein Model S, aber das Video habt ihr vielleicht ja schon gesehen. Ja, wo geht's hin heute? Ich fahre zum Nürburgring. Ja, aber keine Sorge, ich möchte jetzt hier nicht mit dem Porsche irgendwie eine Runde auf der Nordschleife drehen, sondern heute geht es um das Thema Akkureparatur. Bei Elektroautos, da hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass die Akkus spätestens nach 8 Jahren im Eimer sind. Und dann ein Akkutausch lohnt sich nicht, das heißt, das E-Auto ist dann ein kompletter Totalschaden. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil die Akkus, die halten eigentlich so lange wie das Auto leben. Dafür sind sie eigentlich konzipiert und wenn man den Akku vernünftig und schonend behandelt, dann klappt das auch. Aber wenn dann mal was kaputt geht, ja, dann kann es in der Tat ein bisschen teuer werden. Und so ein Akkutausch, ja, da geht ziemlich ins Geld. Also der Totalschaden, das ist dann nicht so richtig weit hergeholt. Da ist dann schon was dran. Aber da es ja mittlerweile sehr viele Elektroautos gibt in Deutschland und besonders auch Teslas, die schon sehr, sehr lange hier auf dem Markt sind, lohnt es sich für verschiedene Firmen, sich auf Akkureparatur zu spezialisieren. Dieser Markt entsteht gerade erst und auch in Deutschland gibt es jetzt Unternehmen und zu einem fahre ich heute hin. Das ist die Tesla Service RPR am Nürburgring. Die haben sich eben auf Teslas spezialisiert. Und wir schauen uns heute mal an, wie funktioniert das eigentlich mit so einer Akkureparatur? Ich habe es selber auch noch nie gesehen. Was kostet dann der Spaß, je nachdem, was da kaputt ist? Wie wird das gemacht? Wie lange dauert das? Und wie gut sind dann die Akkus, die eingebaut werden? Das finde ich ein super interessantes Thema und deswegen wird es auf jeden Fall ein spannendes Video. Deswegen unbedingt dranbleiben. Ich würde mal sagen, wenn euer Auto so aussieht, ja, dann ist es wohl ein Totalschaden, da ist dann nicht mehr viel zu retten. Aber wie ist denn das, wenn ihr zum Beispiel ein E-Auto habt, wo euer Akku kaputt ist? Ist es dann auch ein Totalschaden? Ja, an den Stammtischen heißt es natürlich, klar ist das ein Totalschaden, weil ein neuer Akku kostet ja mehr als ein ganz neues Auto. Und überhaupt halten die Dinger sowieso nur 8 Jahre, also E-Mobilität lohnt sich überhaupt nicht. Ja, heute zeige ich euch mal, dass das natürlich völliger Quatsch ist, denn ich bin hier in Kilberg am Nürburgring, drehe aber keine schnelle Runde in der Nordschleife, sondern zeige euch mal, wie Akkureparatur geht, welche Unternehmen das mittlerweile machen, was das ungefähr kostet im Vergleich zum Akkutausch und wie kompliziert das Ganze ist. Ich bin nämlich bei RPR Motors in Kilberg. So Leute, ich bin jetzt hier bei Carsten Ohlinger. Moin Carsten, grüß Hallo, dich. Hallo, grüß dich. Und du hast eine Firma, die nennt sich RPR Motors. Erstmal kurze Frage, wofür steht das RPR? RPR steht für Restoration, Parts und Racing. Also jetzt nicht zwingend... Also die E-Mobilität höre ich da jetzt nicht. Genau, das ist richtig. Aber die Firma gibt es im Grunde seit 2010. Okay. Also von der Warte her hat er auch schon ein bisschen Historie. Und jetzt bist du irgendwann auf den Elektromobilitätstrip gekommen. Wie ist das passiert? Also ich bin tatsächlich ein Petrolhead durch und durch, habe aber 2021 mein erstes Model S gekauft. Okay. Und natürlich begeistert von allem und habe dann festgestellt, ich bin ja ein Mercedes-Mann durch und durch, also wir haben ja hier, machen seit 20 Jahren Mercedes. Und habe festgestellt, dass der Service, den wir als Mercedes-Fahrer kennen, bei Tesla irgendwie nicht so anzufinden ist und habe dann eben mir gedacht, okay, das ist eine Marktlücke. Ja. Einfach einen guten Service bieten, transparent, vor allem transparent zu sein, was ich finde, was Tesla überhaupt nicht ist. Da wird irgendwas getauscht und du als Kunde weißt gar nicht, was die getauscht haben, warum, wieso, weshalb. Und dann haben wir das als Marktlücke quasi für uns erkannt und haben uns da eben, oder haben uns einen Weg aufgebaut. Das heißt, das betrifft dann Leute, wo die Garantie des Autos abgelaufen ist nach 4 Jahren und dann ab dem 5. Jahr kommen die zu euch mit irgendwelchen Problemen. Genau, als freier, wir sind eine freie Werkstatt, wir dürfen natürlich nicht im Namen von Tesla arbeiten, sondern wir machen das aus freier Überzeugung, aus freien Stücken, haben keinen Support von Tesla, bekommen auch keinen Rabatt auf Teile oder sonstige Sachen. Deswegen sind wir natürlich klar auf Fahrzeuge ab Ablauf der Garantie spezialisiert. Und Batterie dann sowieso. Was genau, da bist du irgendwann auf die Akkus gekommen. Genau. Also, wie ist das denn da passiert, dass du auf die Akkus gekommen bist? Das hat mich einfach fasziniert. Ich verfolge ja schon ein paar Firmen, Kuba Motors in den USA zum Beispiel, schon seit Jahren. Mich hat das Thema verfolgt. Ich habe sehr gute Kontakte in die USA, weltweit eigentlich quasi. Und das Schwachstelle im Prinzip, oder das, wo jeder Angst hat bei Tesla, oh, Menschenskinder, was kann passieren, sind Drive-In und Batterie. Also war klar, dass ich mich früher oder später damit beschäftigen will.
Und du hast mir vorhin erzählt, du hast mit deinem eigenen Tesla geübt, sozusagen den Akku zu demontieren und mal auseinanderzunehmen. Das ist ja sehr irre. Ne? Hätte schief gehen können, oder? Ja, hätte schief gehen können, aber dann zum Glück bei mir. Ich meine, ich habe zwei Model S, von der war der, hatte ich jetzt diese Mal. Aber für mich ist eben wichtig, bevor wir an Kunden rausgehen und sagen, wir können es, dass wir erstmal bewiesen haben, dass wir es können. Und das ist mir halt wichtig. Wie lange würdest du sagen, hält eigentlich ein Akku normalerweise? Hält er so lange wie das Auto? Hält er sogar länger als das Auto? Oder wie ist das mit diesen 8 Jahren? Ist das wirklich ein Mythos? Ja, also kann ich, denke ich, heute sagen. Wobei es eben drauf auf die Pflegeentwartung drauf ankommt. Ja. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Also die Zellstruktur, die Zellen, also die Module an sich von der Konzeption her, die machen auch 10 oder 12 Jahre. Das ist eher abhängig von der Laufleistung letztendlich. Also die Degradation ist natürlich da. Aber die hängt ja im Grunde von verschiedenen Faktoren ab, wie Temperaturen, Ladegeschwindigkeiten und natürlich Alter. Also rein übers Alter degradiert natürlich die Zelle auf jeden Fall. Das lässt sich nicht verhindern. Aber wir haben auch Zelldaten von Autos, die 500.000 Kilometer mit dem Akku schon gefahren haben. Und die sind nicht so schlecht, wie man das vielleicht denkt. Also die Zellen sind in der Regel nicht das Problem. Okay. Das heißt, wenn so ein Akku zu euch kommt, haben die immer das gleiche Problem oder gibt es da unterschiedliche Probleme oder also ist ich das das häufigste bei euch, das ihr so kriegt? Also ich denke, wir haben jetzt dieses Jahr 14 Akkus repariert und alle Autos wieder draußen auf der Straße. Von Anfang glaube ich nicht so schlecht. Wir hatten wirklich alle verschiedene, also eigentlich fast alle Fehler, die man haben kann, von Isolationsfehler angefangen, über lose Sensorkabel, über Wasserschnell, also das volle Programm und die sind also alle unterschiedlich. Und du machst aber nur Tesla, weil du selber damit Erfahrung hast. Könntest du dir vorstellen, auch andere Marken mal ins Programm aufzunehmen? Wir werden definitiv andere Marken machen. Wir haben schon die neuen Porsche-Module gesehen. Wir haben ja, wie gesagt, ich bin ja relativ gut vernetzt. Ich kenne sehr viele Leute, habe schon viele Sachen gesehen. Und ich glaube, Porsche zum Beispiel, Audi und Volkswagen, die werden viel einfacher zu reparieren sein wie ein Tesla. Aber die sind natürlich im Moment auch innerhalb von der Garantie. Das dauert noch ein paar Jahre. Und ich bin überzeugt davon, dass andere Hersteller, genauso wie Tesla, kein Interesse haben, was zu reparieren, die wollen natürlich tauschen. Also, wobei das ja nicht sehr nachhaltig ist, wissen wir ja, dass eigentlich nichts besser ist, als einen defekten Akku zu reparieren. Viel besser, als ihn irgendwie zu recyceln, wegzuschmeißen. Wegzuschmeißen tut man Akkus ja sowieso nicht, weil die viel zu wertvoll sind. Also wir haben ja im Akkuthema auch die Zweitverwertung, also diesen Second Mart quasi mit Second Life, mit PV. Da funktionieren die gut, wenn die im Auto nicht mehr gebraucht werden oder fürs Auto von der Kapazität her oder von der Belastung. Beim Auto geht es darum, schnell raus, schnell rein. Bei einer PV-Anlage ist es genau andersrum. Das heißt, die Akkus können danach noch viele Jahre im Second Life arbeiten. Ja. Wir zeigen euch nachher so ein bisschen was von der Akkureparatur, wie das Ganze so abläuft, wie so ein Akku von innen aussieht. Wir nicht die Geduld verlieren, wir reden jetzt nur noch so ein bisschen über interessante Themen. Das wäre so die nächste Frage. Woran merke ich denn als Besitzer überhaupt, dass mein Akku so langsam den Geist aufgibt? Ist das so ein schleichender Prozess oder ist einfach schlagartig Batteriewarnung, Wagen fährt nicht mehr? Also es gibt beides letztendlich. Also es gibt wirklich die Fälle, wo du einfach ins Auto einsteigst und das Fahren und das sagt halt, ist nicht, heute nicht. Dann haben einige Kunden dann fahren durch ein Wasser, durch den Regen und dann am nächsten Tag fing es Probleme und solche Sachen an. Und es gibt aber auch dieses schleichende Thema. Also in der Regel, man muss sagen, was bei Tesla ist sehr, sehr weit, was die Batterietechnik betrifft und vor allem das Management, das BMS, also das Batterie-Management-System. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, das ist jetzt hier ein 90er Akku zum Beispiel. Tesla hat das sehr fortgeschritten. Das heißt, die erkennen das relativ früh und versuchen auch sehr viel von dem Kunde quasi, von dem Fahrer abzuhalten. Also bis wenn die mal Alarm machen, dann ist es wirklich Alarm. Also die versuchen das im Vorfeld. Das heißt, wie kann ich es als Fahrer erkennen? Ich kann erkennen, dass meine Ladeleistung schlechter wird. Ich kann zum Beispiel erkennen, dass meine Reichweite sich drastisch verändert. Also wir erleben das gerade bei vielen Batterieschäden, die berichten dann wirklich von zum Beispiel Reichweite 360, geht runter auf 340, 330, 320. Und dann, also da kann man es erkennen. Und das dann relativ schnell. Und das dann relativ schnell. Also daran kann man es so schön erkennen. Rein vom Fahren selber her gibt es eigentlich keinen Unterschied. Okay, aber diese Akkus kann man ja irgendwie noch öffnen und auch wieder zukriegen. Mhm. Die haben auch Module, die man rausnehmen kann und dann auch einzeln reparieren kann. Aber wie ist denn das jetzt zum Beispiel? Tesla will ja, oder baut jetzt ja schon Akkus mit 4680er Zellen Structural Battery Pack. Ja? Genau. Also das ist das Akku, ein Strukturteil des Autos. Ja. Wird sich sowas auch noch reparieren lassen? Also es gibt schon welche, die das machen. Ich sehe das ein bisschen kritisch durchaus, muss ich ehrlich sagen. Weil auch natürlich das Thema ist, wir reden ja da irgendwo von Garantie und Gewährleistung. Also wir als Firma hier in Deutschland, wir müssen natürlich Gewährleistung geben, auf was wir tun. Im Model S-Segment können wir das, wenn wir das eben wissen, wie es geht. Model 3
ist natürlich ein Massenmarkt, aber eben, sag ich mal, man muss ja sehen, wenn man sich die Technik anguckt, der Bau von den Akkus war damals sehr aufwendig und sehr teuer. Also Model S war ja auch ein Auto, was damals 130.000 Euro gekostet hat, im Vergleich zu dem Model 3, was heute 40.000 kostet. Dementsprechend war natürlich der Prozess auch ein anderer. Also man hat natürlich vieles getan, um im Endeffekt die Produktionskosten zu senken. Und die machen es natürlich später dem Aftermarkt oder uns Third-Partys oder Dritt-Partys, wie man sagen möchte, natürlich schwer, dann da wirklich ranzugehen. Also das sehe ich im Moment kritisch. Wir haben erstaunlich sehr viele Reman-Packs von Tesla, die in der Regel nicht arg viel länger wie ein Jahr halten. Die haben wir hier auf dem Operationstisch. Und da hat Tesla, ich würde es mal sagen, einfach Module durchgeworfen, durchgewürfelt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und dann fahren die erstmal wieder, aber eben halt nicht auf Dauer. Unser Konzept ist, wir wollen nachhaltig arbeiten. Also wir wollen die Autos auch länger wie 2 Jahre wieder raus. Also klar, Gewährleistung haben wir 1 Jahr. Ja. Aber wir haben natürlich Interesse in unserer Reparatur und so arbeiten wir auch, dass die 2+ Jahre eben wieder fahren. Du hast mir vorhin erzählt, ihr seid, glaube ich, die Einzigen in Deutschland, die das momentan machen und auch Garantie eben geben. Ja. Also auf dem offiziellen Wege. Ne? Ja, es gibt sicherlich so den einen oder anderen, die sowas quasi auf dem Hof in Privatmanier machen. Aber ich denke, es gibt sehr wenige, die wirklich ganz offiziell hinstellen und sagen, wir sind die Firma, wir haben hier alle möglichen Versicherungen abgeschlossen, wir haben die ganzen Rahmenbedingungen, Hochvollscheine, was man halt eben alles dazu braucht. Und wir müssen ja Gewährleistung geben. Wir können ja nicht ohne Gewährleistung arbeiten. So Leute, jetzt haben wir genug gequasselt. Jetzt gucken wir uns doch mal an, wie das Ganze so vonstatten geht, wie so ein Akku eigentlich von innen aussieht und wo da Probleme auftreten können. Dann gehen wir jetzt aber in die andere Halle, ne? Da gehen wir rüber, ja. So Carsten, was nehmen wir jetzt hier? So, also hier ist eben ein sogenanntes Tesla Reman Pack. Also Reman steht dafür Remanufactured. Eigentlich würde man da drunter verstehen, ein überholtes Pack. Also sowas wie refurbished, was du... Genau. Ja, und wir haben jetzt festgestellt, im Zuge unserer Recherchen und den Reparaturen, die wir ausführen, dass wir inzwischen fast sagen können, dass wir 50% Reparaturen an Reman-Packs ausführen. Also das heißt, die sind schon mal ausgetauscht worden, ganz genau. Dann sind sie wieder defekt. Genau. Ja. Weil es sollte eigentlich nicht passieren. Die ja und nein. Sind so lange alten wie genau. Originale. Das soll so sein und wir haben eben festgestellt, dass eben die Reparatur leider nicht nachhaltig ist, wie es mit Tesla ausführt, warum auch immer. Aber das ist dann so richtig das, was wir uns vorstellen, wenn wir sowas anbieten. Also für uns ist wichtig Nachhaltigkeit und dass es eben dann halt auch funktioniert. Also eigentlich lieber zu euch kommen, bevor man einen einbauen lässt. Ne? Das wäre natürlich die Ideallösung, dass man lieber zu uns kommt als wie bei Tesla. Vor allem muss man auch sagen, dass eine Reparatur bei uns, selbst wenn wir das mit Präventivmaßnahmen, also wirklich im großen Stil, im großen Umfang machen. In der Regel, je nach Schaden, liegt so eine Reparatur fängt irgendwo bei 4.000 Euro an und in der Regel geht es bis 8.000, 9.000 Euro. Wenn es nicht allzu viele Module dazukommen. Aber ich glaube, die Hälfte von dem, was ein Tesla nimmt und ich würde behaupten, und dass die länger halten wie ein Lumen-Pack. Also ihr kennt das ja, wenn ihr Medizin studiert, in dem Sezierraum, wo die Studenten alle oben sitzen und der Doktor unten so eine Leiche seziert. Was mir Ähnliches machen wir jetzt hier auch, nur dass die Leiche der Akku ist. Genau. Ist er denn schon tot oder ist der? Der ist tot, ja. Also wir hatten den noch nicht offen, das seht ihr jetzt, ist halt quasi leicht dabei. Wir hatten nur das Penthouse aufgemacht. Also das Penthouse ist quasi vorne, genau. Und das ist das erste, das muss immer raus. Es sitzen Module 8 und 9, 9 oben, 8 unten. Wir hatten nur das Penthouse geöffnet und hatten im Prinzip dann schon gesehen, wie viel feuchtig, also das Wasser stand quasi. Das Wasser stand quasi halb hoch im Pack. Ich kann mal die Kamera kurz nehmen. Also man sieht es jetzt hier noch. Drüben ist es noch viel heftiger. Die Module sind quasi im Kühlwasser geschwommen. Ach du Schande, der Akku ist also abgesoffen. Der Akku ist schlicht, der ist de facto abgesoffen. Das werdet ihr auch gleich sehen, wenn ihr das Modul seht. Und zwar nicht, weil der Wagen unter Wasser war, sondern weil der Kühlwasser reingelaufen ist. Akkukühlung. Er hat festgestellt, dass Kühlflüssigkeit verliert. Dann kann man dann in dem Fall, als Tesla fährt, hat er das Akku aufgefüllt. Und nach ein paar Mal auffüllen, war dann voll. Also bitte jetzt hier nicht so genau Wert auflegen. Normalerweise machen wir das so jetzt nicht auf in dem Fall. Also das wird normal vielleicht so wie hier, das seht ihr gleich. Das hier ist aber ein Pack, der ist definitiv im Übel. Hier war es jetzt so, die Umbrella-Valves sind jetzt hier schon gezogen und das hat mir im Vorfeld gemacht, dass hier quasi alles an, also hier kam wirklich die Flüssigkeit raus. Wir würden jetzt ein Modul ausbauen. Mhm.
um das jetzt mal zu sehen. Sicherung ist natürlich gezogen. Man muss auch dazu sagen, dass wir natürlich spezielle Messgeräte haben, wo wir auch die Module im eingebauten Zustand komplett ausmessen können. Das könnte man euch jetzt quasi an dem draußen zeigen. Hier ist das BMS jetzt quasi nicht mehr verbaut. Aber bevor wir quasi aufschneiden, lesen wir natürlich alles detailliert aus. Das heißt, ihr wisst auch, welche Module jetzt Probleme haben. Genau, also wir lesen das alles aus. Wir haben sowohl einen Zugriff auf die kompletten Kenndaten, also wirklich tiefgreifend, als auch eben auf die Analogdaten. Im Grunde läuft es hier so, dass alle 16 Module, also 85 hat 16 Module, laufen praktisch zusammen in einem Strang eines BMS, analog quasi. Und im BMS werden die in Kenndaten verarbeitet. Also es ist ja draußen, denke ich, bekannt, dass es Scan My Tesla gibt, was ein sehr, sehr gutes Tool ist und auch sehr günstig ist. Und es auch einen gewissen Indikator gibt über den Grundzustand, auch wenn es jetzt um die Reparatur geht oder um die Diagnose, ist Scan My Tesla natürlich nicht tiefgreifend genug, um da wirklich eine Aussage treffen zu können. Also man sieht auf Scan My Tesla manchmal nur einen minimalen Unterschied. Wenn wir aber Rohdaten auslesen, sieht es ganz anders aus. So, jetzt hast du das Modul rausgehoben. Das ist also ein einzelnes Modul. Genau. Ich glaube, wie viele Zellen sind da drin? 8800, glaube ich, in so einem Model S Akku. Also es sind im Endeffekt 444 Zellen in einem Modul. Ah, ja. 6 Bricks à 74 Zellen. Bei der späten Variante sind es dann... Also hier sieht man übrigens die Kühlwasseranschlüsse, ne? Genau, das ist eine Kühlwasseranschlüsse durchlaufen. Und man sieht jetzt hier sehr schön hier hinten das Kühlwasser von der anderen Seite durchlaufen. Das läuft praktisch von der anderen Seite rüber. Mhm. Und jetzt, also ihr habt gesehen, dass der Akku noch zu war. Vom Penthouse abgesehen. Ich nehme jetzt mal quasi um. Das Modul wiegt übrigens 25 Kilo. Oh! Okay. Was heißt O? Besser als gedacht. Wir zeigen euch gleich mal das von vorne, weil das ist komplett oxidiert. Also die Undichtigkeit war drüben quasi, von der Seite. Ja. Genau. Da unten. Da war die Undichtigkeit. Also meinst du, dass man noch was retten kann an dem Akku, oder? Im Moment mehr als gedacht, ja. Weil das, also hier stand wirklich, wir haben die Umbrella Bears aufgemacht und dann lief sie quasi im Strahl die Kühlflüssigkeit raus. Und die läuft halt innen durch. Du siehst ja, wie viel Flüssigkeit hier drin ist noch. Und wenn wir das Modul rausmachen, hier vorne werdet ihr das sehen, das ist komplett durchoxidiert. Mhm. Deswegen waren wir jetzt der Meinung, dass hier nichts mehr zu retten ist. Im Moment sage ich, sieht gar nicht so schlecht aus. An jedem Modul sitzt ein BMB, also ein Batteriemanagement-Board quasi. Ah, BMB. Okay. BMB. Und die berichten quasi an das Haupt-BMS, was vorne sitzt. Okay. Und die sitzen an jedem Modul und sind natürlich der Feuchtigkeit ausgeliefert. Feuchtigkeit ist jetzt aber so, das ist nicht nur die von außen reinkommt, sondern es entsteht ja auch Innenfeuchtigkeit. Zum Beispiel, wenn jeder zu Hause kennt es im Winter, Fenster außen warm, ja, kondensiert irgendwas. Warm, außen kalt, kondensiert dann in den Scheiben. Genau. Und so sieht es bei den Modulen auch aus. Also innen ist alles feucht. Das ist übrigens ein Argument, warum man eigentlich inzwischen auch sagt, Superchargen ist richtig gut. Weil im Superchargen wird natürlich der Akku, die Zellen richtig warm gemacht. Das heißt, das Kondensat verschwindet besser. Also eigentlich eher empfohlen mehr zu machen. So, was wir jetzt hier sehen, das ist so ein Klassiker eigentlich. Also das ist im Prinzip, sieht man hier, ich weiß nicht, ob man auf dem Bild jetzt erkennen kann, Kondensator C26, C27, die sind oxidiert durch Feuchtigkeit. Mhm. Die sitzen im Modul quasi, das können wir nachher nochmal sehen, die sitzen quasi so rum drin im Modul, also oben. Dadurch, dass wir dieses Gehäuse oben drüber haben, den Deckel, können wir gleich nochmal sehen, bleibt das Wasser quasi, staut sich das hier und ist an der höchsten Stelle, staut sich das. Dadurch fangen diese Kondensatoren an zu oxidieren. Dann kriegen die einen schlechten Kontakt und fangen an, im Endeffekt quasi wilde Werte abzugeben. Also die fallen jetzt nicht gleich ab, aber die geben teilweise wilde Werte. An das BMS zurück. Das BMS. Ja. Das BMS erkennt es natürlich sofort, fängt dann natürlich an, einen anderen Weg zu finden, versucht sich dann vom Nachbar Daten zu holen.
Und das irgendwann ist dann halt vorbei. Irgendwann ist dann halt die Diskrepanz so groß, dass das Modul falsch geladen wird, weil natürlich falsche Informationen ankommen. So, also wir reparieren das selber, indem wir quasi die Konzentratoren tauschen. Aber, und jetzt sage ich bewusst, aber es gibt sehr wenige Firmen, die das BMB verstehen und noch weniger dies messen können. Ich muss sagen, wir können es messen. Mhm. Und wir haben schon viele BMWs getauscht, die jetzt nicht C26, C27 haben. Also wir haben jede Menge Defekte. Defekte zum Beispiel hier, wo du gar nichts erkennen kannst. Also weil jeder in den Foren liest immer, ja, du musst halt hier C26, machst du neue Konsole, dann ist es wieder gut. So einfach ist es nicht. Also das ist natürlich ein Thema, was man häufiger mal hat. Aber wir haben unsere Quote, die wir haben, wo wir BMWs tauschen müssen, die innerlich defekt sind, ist größer, als wie, dass wir den C26, C27 Schaden haben. Mhm. Und da ist es natürlich wichtig, die entsprechenden Messgeräte zu haben und natürlich dann auch zu wissen, was ich messen muss. Weil Tesla wiederum gibt natürlich keinerlei Informationen raus. Also ist es eigentlich eher so, dass diese Platinen, diese BMWs, die Defekte auslösen? Genau. Also oder? Das ist die Kunde. Nee, die auslösen tut es Feuchtigkeit. Ja, Feuchtigkeit. Also ich meine, die Ursache sind dann am Ende. Die BMWs sind eigentlich das große Mantra in dem Thema, der heilige Gral in dem Fall bei der Reparatur. Also eigentlich ist ja ein Akkudefekt dann ein einziges großes Missverständnis, weil ein Akkudefekt ist ja nicht deswegen, weil die Zelle kaputt ist. Zumindest nicht in der Regel, sondern in der Regel ist es die Elektronik. Also oder die häufigste Ursache, die wir haben, ich habe jetzt gerade leider alles schon repariert, deswegen keins mehr da liegen, aber die häufigste Ursache ist, dass ich dieser berühmte F107-Fehler ist, dass ich so ein Sensorkabel hier quasi, da habe ich, also Bilder kann ich euch zeigen ohne Ende, dass sich so ein Sensorkabel löst. Aber das ist im Prinzip die häufigste Ursache, dass ich aufgrund von, und zwar immer auf der Seite hier, also quasi immer hier. Hier ist das quasi, also es löst sich eigentlich immer dieses Kabel, das liegt unten quasi, die Batterie liegt unten drin. Unten ist die Feuchtigkeit, kann natürlich nicht nach oben weg, das löst sich quasi immer. So. Das hier ist jetzt das Modul Nummer 8, was im Penthouse unten drin sitzt. Von oben sieht es relativ unspektakulär aus. Drehen wir das mal rum. Ich ahne es schon. Ja, ganz schön glitschig. Und das war ein gutes. Hallo? Umdrehen. Boah. Oha. Okay. Seht ihr das? Das war das, was wir, leg's am besten mal schon drüben ab. Das war quasi die Vorabprüfung, die wir gemacht haben mit dem Kunde, als wir vorne aufgemacht haben. Schön auf. Ja. Also hier ist natürlich. Es stinkt auch. Ja, ne? Also man muss es gar nicht sehen, man riecht es schon. Da ist auch mit Second Life nichts mehr zu holen. Wir schauen jetzt, klar, wir werden jetzt alle Module ausbauen, alle 16, und schauen, was wir verwenden können, erstmal optisch, und dann müssen wir natürlich ans Messen gehen. Ja, also das ist das Thema Reman Pack. Natürlich sind nicht alle Reman Packs schlecht, auch ganz klar. Da hat man ab und zu mal Pech. Wir haben trotz allem eine relativ hohe Quote von Reman Packs, und deswegen würde ich schon überlegen, als wenn ich jetzt, ich bin ja selber Kunde als Tesla-Fahrer, wenn ich Kunde wäre, bevor ich so ein freundliches Angebot von 17.500 Euro annehme und ein Reman Pack bekomme, die geben ja in Deutschland auch nur ein Jahr Gewährleistung. Ob es nicht sinnvoller ist, vielleicht wirklich eine Reparatur auszuführen, wo dann der Kunde auch, also bei uns ist es so, wir haben ja Protokolle, wir messen ja alle Tricks, wir messen alles aus. Der Kunde kriegt ein Protokoll, der kriegt Bilder, der kriegt Dokumentation, wir machen Präventionsmaßnahmen. Das kriegt er alles dokumentiert, und im schlimmsten Fall, in der Regel, kostet es ihm gerade mal die Hälfte. Und er hat seinen, vor allem auch seinen Akku wieder, den er vorher auch schon Jahre gefahren ist. Hier wird irgendwas zusammengewürfelt, wo keiner genau weiß, wo die herkommen, was die schon hinter sich haben. Und das ist im Prinzip genau das Problem. Deswegen spreche ich es auch hier nochmal an. Modultausch klingt relativ banal, ist aber hochkomplex. Da wir mit USA extrem gut vernetzt sind und zum Beispiel die das schon seit vielen Jahren gemacht haben und auch die Probleme hatten, dass zum Beispiel so ein Modultausch vielleicht 2 Jahre gehalten hat. Wenn man festgestellt hat, die Kapazität muss wirklich maximal oder darf maximal 2% von den anderen abweichen. Und jetzt ist ja so, dass in der Regel es sehr schwer ist, die Kapazitätswerte A auszulesen. Wir können es zwischenzeitlich überkennen. War am Anfang, konnten wir es nicht. Und dann die Alternative ist, jedes Pack muss ausgebaut und muss manuell gemessen werden. Dann werden die jetzt quasi alle durchgemessen, alle einzeln erstmal durchgemessen, dann analysiert, dann werden wir quasi an allen Modulen zwangsläufig diese Messung machen können, da wir nichts mehr auslesen können, weil das BMS leider
in dem Akku jetzt von dem Coolant drin ist, was wir tauschen mussten, weil die nicht kompatibel waren. Und dann müssen wir eben schauen, ob wir jetzt quasi Module finden, die wir dazu passend hinkriegen, um so ein Pack zu machen. Oder eben dann werden die aufs Lager gelegt und wenn dann ein Kunde kommt, der, wo wir sagen, passt einigermaßen. Schwarzes Weiß und Plus ist Minus, kennst du ja, ne? Genau. So, wir machen jetzt mal, also wir haben ein Protokoll, wo wir alles aufschreiben. Wir machen einmal eine Gesamtmessung vom gesamten Modul. Und stellen jetzt hier fest, wir haben jetzt 23,344 Volt noch drauf und 3,6 Milliohm an Innenwiderstand fürs Pack. Das ist eigentlich ein ganz ordentlicher Wert. Wir messen natürlich dann die einzelnen Blicks durch, schauen nach Unterschiede, also werden alle 6 Blicks gemessen. Aber 3,6 spricht jetzt schon mal für noch ein ordentliches Modul, also das kann noch was. Wir haben quasi uns einen eigenen Tester bauen lassen nach unseren Vorgaben. Wo wir quasi sowohl einzelne Module messen können, als aber auch alle 16 Module. Und zwar reden wir jetzt hier, wie gesagt, von den sogenannten Rohdaten, also nicht von Kenndaten, die das Claimer Tesla teilweise liest oder wo das BMS auch versucht, Sachen zu kombinieren, sondern das sind Rohdaten. Was wir allerdings hier mit unserem System machen können, ist im Endeffekt, dass wir hier einen Stresstest ausführen können, weil wir haben das zum Beispiel, wenn wir so ein loses Sensorkabel haben, gibt es teilweise Fälle, das, oder zumindest, also wenn ein loses Sensorkabel da ist und der F107-Fehler im Auto ist, dann ist es auch irgendwo los. Aber wir haben welche, die noch leicht lose sind, die noch nicht als F107 ausschlagen. Die kriegst du aber so nicht raus. So, wir können jetzt hier quasi auf zwei Ebenen einen Balance-Test ausführen. Und wir haben jetzt hier einen Balance unter Stress von 42 Millivolt. Wir sehen hier die einzelnen Bricks, wie die sich verhalten. Was in einem einzelnen Modul. So, und jetzt kommt's hier, passt auf, jetzt seht ihr hier auf einmal, das ist jetzt der doppelte Stresstest, den wir ausführen. Jetzt weichen wir auf einmal auf 111 Millivolt ab. Das ist, wie man es ordentlich beschleunigen würde. Und sieht dann schon mal, dass hier jetzt ein Problem vorhanden ist, wo man dann analysieren muss, wo genau kommt's her. Das ist eben der Vorteil, warum wir, ich sag mal, auch mit so erfolgreich in der Reparatur sind, weil wir halt im Vorfeld sehr viele Daten eben bekommen und wissen dann genau, welche Module sind gut und welche sind eben nicht gut. Und deswegen haben wir eigentlich auch eine relativ gute Quote. Aber das haben wir uns natürlich auch erarbeitet. Was sehen wir jetzt hier? Was ist das? Was sind das für Geräte? Ja, wir sehen jetzt hier eine sogenannte Black Box, wie man unschwer erkennen kann. Ist ja, die sie Black. Ist schwarz. Genau, sie ist schwarz. von den E-Buddies. Die E-Buddies sind in der Szene, denke ich, in der Tesla-Szene recht bekannt. Die sitzen in Köln. Wir haben da eine sehr enge Partnerschaft. Ich habe ja vorher erwähnt, dass diese Batteriereparatur oder das ganze Thema Tesla ja mehrere Kompetenzen erfordert. Eben nicht nur die handwerkliche Fähigkeit, sondern eben auch sehr viel IT-Wissen, sehr viel IT-Fachwissen. Und die E-Buddies haben das seit vielen Jahren, haben die da sich einen Vorsprung erarbeitet, auch selber Tesla-Fahrer angefangen, damit sich auseinanderzusetzen. Und wir haben eben diese Kooperation, arbeiten da direkt zusammen, sodass das ganze IT-Thema Routen, Diagnose und solche Sachen übernimmt teilweise E-Buddies für uns. Also wir machen es teilweise selber, übernehmen es aber auch für uns. Und da haben wir die Möglichkeit, über Tesla eine sogenannte Remote-Diagnose durchzuführen. Das, was Tesla quasi eigentlich auch macht. Ja, mhm. Das können wir machen. Für unsere Batteriereparaturkunden oder welche dies werden wollen, vielleicht nur bedingt, aber für welche dies werden, bieten wir diesen Service kostenlos an. Das heißt, wenn jemand jetzt mit seiner Batterie eine Fehlermeldung hat, dann können wir online aufs Auto draufschauen, egal wo der steht. Der muss nicht mal vorbeikommen. Der muss nicht vorbeikommen, genau. Sondern der kann uns anrufen quasi, muss uns zwei, drei Daten geben und dann können wir uns auf das Auto via Tesla einloggen, ganz offiziell. Mhm. Und können dann im Endeffekt die Fehlerprotokolle, die Daten sehen, analysieren, was, welche Module zum Beispiel, also wir können mit der Vorabdiagnose feststellen, welche Module sind betroffen, wo sitzen die natürlich dann klar und können daraus im Endeffekt auch schon mal grob eine Idee haben, was da ein Thema ist. Wir hatten auch schon Kunden, die im Internet ein Auto versucht haben zu verkaufen und haben reingeschrieben Batterieschaden und ich habe dann halt mal am Anfang, so wo wir angefangen haben mit der Reparatur, habe ich dann natürlich kontaktiert, sage ich zu, ich könnte das Auto vielleicht reparieren und so. Dann schickt er mir die, habe ich gesagt, ich brauche die Fehlermeldung aus dem Servicemenü, dann schickt er mir die Sachen und dann habe ich zum Beispiel gesehen, es ist gar keine Batterie. Ne? Da war der total happy, dass es nicht die Batterie war. Okay. Gut. Ob 3 Stunden viel billiger ist, ist ein anderes Thema, aber es war auf jeden Fall nicht die Batterie. Gebrauchte E-Autos ist ja auch so ein Thema, ne? Also die Leute haben ja so ein bisschen Angst davor, gebrauchte E-Autos zu kaufen, gerade auch wegen der Akkus, wegen des Akkuzustands. Und dann gibt es ja Firmen oder TÜV oder Dekra, die anbieten, den Akku auszulesen. Ist das jetzt so genau, wenn ich mir anschaue, was ihr für einen Aufwand betreibt? Also man kann ja zumindest nur so einen ganz groben Zustands
Bericht bekommen, oder ist das eher was wasserdicht ist? Ich will da jetzt natürlich niemand zu nahe treten, aber ich denke schon, also wenn ich jetzt sehe, was wir von Aufwand betrieben haben, was wir für ein Wissen gebraucht haben, was wir für spezielle Geräte haben, um wirklich eine detaillierte Aussage machen zu treffen, glaube ich, dass es für Außenstehende schon sehr schwer ist, das zu beurteilen. Aber wir haben in der Tat jetzt in den letzten Wochen doch 4, 5 Batterieschadenkunden gehabt, die ihr Auto keine 2 Wochen vorher privat von dem Privatmann gekauft haben. Mhm. Deswegen würde ich grundsätzlich natürlich appellieren an jemanden, bevor er sich so ein Model S kauft, auch wenn der Preis verlockend zu scheinen mag, doch sich zu einem Spezialisten oder zu einem Spezialisten zu gehen. Oder zum Beispiel eben in dem Fall auch so eine Remote-Diagnose bei uns anzufragen. Die ist natürlich dann nicht kostenlos, aber wir bieten das im Moment für faire 75 Euro an, da einmal aufs Auto drauf zu gucken. Ja, dann weißt du doch im Voraus schon mal ein bisschen, wenigstens schon mal, eine grobe Ahnung. Das ist aber ein Aktionspreis, also der gilt nicht allzu lange, aber im Moment würden wir es machen. Also die ersten 10.000 Kunden, oder? Ja, ganz so viel können wir nicht machen. Die ersten 500, die kriegen wir noch runter. Aber ja, aber das ist halt anzuraten. Also man sollte auf jeden Fall einen Spezialisten hinzuziehen. Ja. Dann, Stichwort hast du gesagt, ihr bietet auch an, dass man den Akku quasi warten lassen kann bei euch, bevor er überhaupt kaputt ist. Genau. Was hat es damit auf sich? Also wir haben ja festgestellt, dass die Ursache allen Übels immer, also 90% und größer, immer Feuchtigkeit ist. Mhm. Ob von innen oder von außen spielt keine Rolle, Feuchtigkeit ist immer das Thema. Und ja, da müsst ihr vielleicht aber dann in Richtung Akku gehen, um euch das mal ganz kurz zu zeigen, weil ich denke, das ist am Objekt besser zu sehen, als wenn wir drüber sprechen. Das hier sind die sogenannten Umbrella Valves, das ist jetzt ein 90er Akku. Das hier ist schon die zweite Ausführung. Diese Umbrella Valves liegen hier unter einer Leiste, also hier sitzt eine Leiste und jetzt kann man sich sicherlich gut vorstellen, wenn da eine Leiste ist, dass sich der ganze Dreck vom Fahren, der ganze Schmotter, dass sich hier alles sammelt. Man sieht es hier, das ist jetzt noch relativ sauber. Also wir haben natürlich Bilder und Dokumentationen von Autos, das ist komplett zugeschmottert. Und dann kann das Ventil gar nicht mehr aufgehen vor lauter Dreck. Und dann kann natürlich die Feuchtigkeit auch von innen nicht mehr raus. Da wir das jetzt festgestellt haben, haben wir uns überlegt, wie können wir den Menschen draußen, den Tesla-Fahrern helfen. Und dann haben wir jetzt im Prinzip ein Wartungsprogramm generiert, wo wir den Akku, der muss natürlich raus. Weil die Leisten hier eben drüber sitzen, die müssen weggebaut werden, dass wir an die Umbrella Valves kommen. Wir drücken den Akku quasi, der hat eine Möglichkeit, eine Prüfung zu machen, eine Dichtheitsprüfung, das drücken wir natürlich ab. Dann sitzt hier oben quasi, das ist jetzt ein 90er, deswegen sitzt von hier unten dran. Beim 85er sitzt hier oben quasi der Deckel für die Sicherung drauf. Der sieht jetzt nicht so gut aus, der Deckel. Der sieht nicht so gut, das ist jetzt übrigens so ein F123 Schaden. Die rosten durch. Man muss sich vorstellen, Tesla hat hier ein ganz hochwertiges, teures Magnesiumgehäuse und hat die billigst beschichteten Deckel entwickelt. Mhm. Wir konnten es uns nicht nehmen lassen, wie RPR eben halt so ist, und haben da hochwertige Deckel aus Aluminium gefräst aus dem Vollen, weil ich nicht bereit bin, dafür 30 oder 40 Euro an Tesla jedes Mal zu bezahlen. Das war es mir jetzt nicht wert. Und man sieht hier, wie sich das aufblüht, und dadurch gehen die kaputt. So, also hier wird natürlich, wenn die kaputt gehen, dann kommt Feuchtigkeit rein. Dann kommt natürlich Feuchtigkeit, genau. Dann entsteht ein Schaden. Dazu kommt, dass die frühen Modelle so eine Sicherung haben. Das war die erste Ausführung der Sicherung. Dann hat Tesla zwischendrin geändert auf eine sogenannte Hybrid-Sicherung. Das ist eine Hybrid-Sicherung. Die hat allerdings eine Batterie drauf. Das heißt, die hat ein Ablaufdatum. Ach, nein. Genau, und jetzt gibt es die ganz neue Variante, das sind dann natürlich dann die selbst erhaltenden Sicherungen, die werden dann quasi getauscht. Das heißt, in dem Zuge der Wartung würden wir dann auch quasi natürlich dann die Sicherung tauschen. Also Hybrid-Sicherungen müssen alle entfernt werden, weil die ein Ablaufdatum haben. Wie lange erhalten die denn? Ich meine so um die 5 Jahre, 6 Jahre. Ach du Schande. Aber die Sicherung an sich würde länger halten, aber ja, die Batterie nicht, natürlich ist klar. Nicht, ne? Genau, so. Das würde also geplante Obsoleszenz sozusagen. Ja, so. Das würde quasi dann in dem Zuge auch erfolgen, und dann wird eine Dichtheitsprüfung gemacht, neuer Deckel drauf, neue Sicherung rein, neue Umbrella Valves, und das Ganze würden wir, und natürlich einmal eine Deep Dive Diagnose, also sprich Kenndaten, alles auslesen, und so eine Wartung kostet 1.499 Euro. Und damit kann man eigentlich, wenn man das rechtzeitig macht, sicher sein, dass das Feuchtigkeitsthema als Batterieschaden nicht auftritt. Und damit die häufigste Ursache für einen Akkudefekt. Da, genau. Ja. Aber nochmal erwähnen, also bei der Wartung wird natürlich nicht aufgeschnitten. Der Aufwand ist viel zu groß. Ja. Also das Gehäuse an sich bleibt zu. Ja. Das nochmal kurz als Erklärung. Wie viele Leute seid ihr eigentlich? Ja, wir sind eigentlich nur 3 Mann. Also außer ich plus 3 weitere. Also wir sind
quasi zu viert. Ja, und Fachkräfte? Fachkräfte ist leider finden. Das Problem wie überall sehr schwer. Wenn also Leute draußen Interesse haben, das Thema zu lernen, hier was machen zu wollen, sind wir sehr gerne bereit, das Wissen weiterzutragen. Wir holen auch aus ganz Deutschland die Fahrzeuge ab. Das heißt, wir machen uns gerade auch Gedanken, ob es nicht möglich ist, an mehreren Standorten in Deutschland quasi so einen Tesla-Stützpunkt, quasi einen freien Stützpunkt aufzumachen, wo man dann die Kunden eben vor Ort abholen kann und nicht so wahnsinnig viele Transportkosten hat. Also wenn da Interesse besteht an der Zusammenarbeit, dann gerne bei uns melden. Dann lässt sich da vielleicht was zusammen aufbauen. Und Carsten hat mir ja vorhin erzählt, dass er früher von Mercedes gekommen ist. Und was sehen wir denn hier für ein Schätzchen? Ja, also ich war nie bei Mercedes, aber ich habe viele Jahre mit Mercedes gearbeitet und auch hier. Das hier ist eine Pagode, ein sogenannter Oldtimer, ein 280 SL aus den 60er, 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre. Da ist aber jetzt nicht mehr der originale schwere Reihen-Sechszylinder verbaut, sondern da haben wir jetzt einen AMG 5,5 V8 Motor verbaut mit satten 350 PS, einem modernen 5-Gang Automatikgetriebe und sogar einer modernen Raumlenkerachse aus einem aktuellen Mercedes. Also sowas macht ihr auch und der nächste Schritt wäre dann, sowas hier umzubauen auf E, ne? Da haben wir sogar schon Konzepte mitgestaltet, da haben wir sogar tatsächlich Interesse. Da fehlt uns quasi ein Kunde oder Investor, der bereit ist, in so ein Projekt zu investieren. Ja, Leute, ihr habt gesehen, das Thema Akkureparatur ist doch verdammt komplex. Ja. Und ich wundere mich echt, dass ihr das für 4.000 Euro überhaupt hinbekommt, also bei dem Aufwand, den ihr betreiben müsst. Es geht ja aber auch los bei 4.000. Ja, also es kann auch teurer werden, aber immer noch nur halb so teuer wie ein ganz neuer Akku und auch viel nachhaltiger. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben, ne? Kanal abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao. Tschüss.